Herzlich willkommen zu diesem unglaublich interessanten Video. Ich habe einen ganz speziellen Gast, der aber eigentlich mich zu Gast hat, aber in unserem Studio. Wir sind doch eine Familie. Das stimmt. Mein Lieber. Herzlich willkommen. Was machen wir denn heute? Also, wir machen heute Entwicklungen in Paldea, aber nicht nur Opening, ne, weil übermorgen ist Pre-Release, das muss man auch dazu sagen. Stimmt. Sondern wir machen auch Prävention. Und zwar, was für eine Prävention? Ihr seht schon, hier ist eine Feinwaage. Weil es gibt die Problematik nach wie vor, dass man Buße abwiegen kann. Und jetzt wollen wir testen, ob das bei dem Set immer noch geht. Machen wir nämlich immer, dann haben wir gesagt, komm, Battle Bear, wir machen zusammen hier, machen Kombinationen, so vier Käse und sowas, weißt du? Und lassen uns schmecken. Das ist sehr, sehr lecker. Und dann würde ich sagen. Jetzt bei euch auf dem Video oder auf dem Kanal, besser gesagt, auf dem Video, sondern wir sind jetzt dann hier. Und parallel dazu, wenn ihr das Video geguckt habt, geht zu Pokeminadi, also zu uns, und guckt unser Video. Wichtig und richtig. Und dann dachtest du dir natürlich direkt, den Quotenausländer, den schnapp ich mir. Das habe ich so nicht gesagt, aber gedacht. Weil wiegen können wir. Genau. Dafür ist auch die Waage. Die Waage da. So. Ich habe auch mich extra angepasst. Ne? Ich habe die Strickjacke ausgezogen, meine Mütze auch, ne? So ein bisschen anders. Hast du sonst immer eine Strickjacke an? Nee, aber jetzt im anderen Video hatte ich sie an. Ach so. Ja, dass es so ein bisschen rüberkommt als andere Tag. So gegamed. Also ich finde ein sehr schönes Set. Ja. Hab ein bisschen mir vorher angeguckt, aber bin noch relativ ungespoilert, deswegen bin ich gespannt. Ja. Dann weiß also ich deines sagen, Amtes. Ich walte meines Amtes und leg los. So, wir haben jetzt 9,48. Ich sage jetzt mal nichts dazu, weil ich weiß ja schon ein bisschen was. So. Das ist viel schwerer. Nee, ist nicht viel schwerer. 9,48, aber 9,7 ist schon ein bisschen schwerer. Also tatsächlich. Ah, macht ihr die direkt dann auf? Ja, ja, okay. Ja, genau, also so nacheinander. Die Prediction jetzt von mir ist, dass bei dir ein Hit drin ist. Bei mir nicht. Aber es kann auch. Hätte ich auch gesagt. Fehlkalkulation sein. Eins da vorne, ne? Ja, du brauchst doch eigentlich gar nichts machen, weil dann hast du immer die Energie hinten. Dann sparst du dir das. Ah, okay. Weil die Energie ist ja klar, dass die drin ist. Flagmon ist sehr schönes Artwork. Ich finde es wirklich hübsch. Also es sind sehr schöne Artworks drin. Ich sag's zwar bei jedem Set, aber auch das Cover da finde ich wirklich. Ich bin ja riesen Fan von den Kniet-Figuren und auch den gestrickten. Ja, tatsächlich. Ich finde so viele richtig hässlich. Ich finde die richtig süß. Und das ist eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon aus der neuen Generation. Ich finde die Kniet und Strick hat sich auch hässlich. Echt? Ja, jeder findet die hässlich. Ich find die irgendwie süß. Es ist halt auch nicht so. Oh, eine Full Art. Ja, okay, das war es natürlich. Epitaph. Im leichten Pack. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Full Arts ein bisschen leichter sind. Ach, krass. Ja, ein bisschen leichter sind die Dinger. Wir haben ein Girafarig. Kleiner Fun-Fact nochmal, ne? Girafarig rückwärts. Girafarig? Mhm. Ja. Wie nennt man das denn? Das hat doch einen bestimmten Namen. Ja, ich weiß, aber ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Haben wir beide einen Hit? Ja, ich habe auch was. Yes! Was ist das denn für ein Foiling? Das ist so ein geiles Sternenfoiling, ne? Bei Yu-Gi-Oh! Wäre das so Shatterfoil, genau. Man sieht das vielleicht nicht so gut. Ah, hier jetzt. Da sind einfach so Sterne über die ganze Karte. Sehr nice. Da, jetzt sieht man es. Das sieht richtig cool aus. Sieht cool aus, ja, tatsächlich. Das ist nice. Also hatten wir jetzt beide einen Hit. Genau, aber wir waren auch ähnlich schwer von den Packs. Aber tatsächlich müssen wir noch ein bisschen was öffnen, um da Referenzwerte zu haben. Weil, könnte jetzt auch Zufall gewesen sein. Aber jetzt sind wir wieder bei 9,8. Das heißt, entweder haben wir jetzt wieder eine EX oder eine Full Art oder sowas. Komisch. Komisch, ne? Vielleicht haben wir einfach überall Hits drin. Das wäre natürlich. 8,55. Ja. 8,56. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich nichts drin sein. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich könnte schon, aber wir wollen ja die Spannung aufrecht halten. Gibt es hier immer noch die V-Karten drin? Nee. Haben sie wieder rausgemacht, okay. Genau, dadurch ist ja jetzt EX am Start. Kann fokussieren. Aber was vorhin, wir haben den Wahlgürtel gehabt, der startet nur V-Karten aus. Ist ja auch Quatsch, weil EX, ne? Also vielleicht ziehen wir nochmal den Wahlgürtel. Dann, oh, Lavita, sehr schön. Lavita habe ich extrem gefeiert. Auch beim Spielen damals. Ich wollte gerade sagen, ich habe immer Despotar genommen. Ja, ja. Also halt als 1 der 6, weil es einfach alles weggeknüppelt hat. Ja, absolut. Pupita war so ein bisschen Safcon-mäßig. Amura! Sehr schön. Siehst du? Haben wir wieder nicht drin gehabt. Ich habe ja auch einfach ein Arrow-Display und überall sind Hits drin. Das kann natürlich auch sein, aber hast du gewogen, ja, ne? Vor Glieder. Ja, ja, das war ja das mit, das war jetzt 50, leicht, 55. Ja. Makuhita, man könnte meinen, das wäre mein Cousin.
Hier ist mein Cousin. Der Muggelbauer. Philippa. So. Raumfugil into Trainingsstudio und ja, Lethargie. Kevin ist das bei mir. Das ist der Kevin? Das ist der Kevin, ja. Stell mal so laut, oder? Der Kevin ist immer so... ein Affe. genau. Deswegen auch Kommandutan manchmal. Das müsste jetzt wieder ein Hit sein, tatsächlich. Wie viele Hits sind in so einem Display drin? Das wäre aber jetzt schade, wenn das ein Hit wäre, weil dann ist es wirklich... Boah, das wiegt ja gar nichts. Das ist wieder eine Holo, tatsächlich. Das ist eine Holo? Mhm. Also kein Hit. Also schon ein Hit, aber... Das finde ich einerseits cool, dass sie es gemacht haben, und andererseits nervt es mich. Ich finde es schlecht. Weil du durch den Rand, weil durch den Rand denkst du jedes Mal, du hast einen Hit und dann ist es halt nur eine Holo. Ich finde es schlecht, weil es halt auch total die anderen Cutter abwertet. Ne? Also Holo ist ja mittlerweile nix. Gar nichts. Ja das cool. Haben sie bei Yugi genauso gemacht. Du hast mittlerweile in jedem Booster eine Super Rare. Ich habe mir letzt bei den zum 25-Jährigen die Boxen da geholt gehabt. Die Legendary Collections, yes. Yes, und hat Spaß. Nostalgie. Gar nichts drin. Das ist aber jetzt gut. Jetzt mal ganz kurz nochmal zurück, weil das war jetzt eigentlich schwer. Das war, da war nichts schwer. Drin. Das ist gut. Und da war nichts drin. Das ist stimmt. Gut, tatsächlich. Dann haben wir Carpador, Leufeo. Das war jetzt fast über die 90 noch am Ende, ne? Ja. Aber theoretisch ist es so leicht gewesen, dass du nichts drin haben dürftest. Wenn du jetzt aber was drin hast, dann wäre es für die Prävention, damit man es eben nicht abwägen kann, gut. Aber Holo. Nee. Unsere Packs waren jetzt wirklich sehr, sehr weit auseinander und trotzdem beide eine Holo drin gehabt. Aber woher entstehen denn zum Beispiel jetzt diese krassen Unterschiede? Na, es kommt ja auch darauf an, wie viel Farbe oder auch welche Charge da quasi gedruckt wurde. Ne? Guck mal, da ist jetzt 7, 8. Das war jetzt ein sehr leichtes Pack. Da könnte jetzt auch sein, dass du ein ganz crazy drin hast. Weil da fehlt jetzt dann im Prinzip die Reverse. Die ist ja schwer wegen der Folie. Ach, okay, krass. Könnte das sein. Ist aber nur Spekulatius, ne? Also Spekulation. Auf jeden Fall zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn die jetzt bei der Produktion hier die Farbe gewechselt haben, weil die Ausgang ist und die andere Farbe ist ein bisschen intensiver, dann sind die Karten ein bisschen schwerer. Das kann auch sein, ne? Klar, da macht es halt wirklich kleine Feinheiten aus. Ja, aber trotzdem. Ein Gramm oder weniger. Pauschal kannst du halt trotzdem sagen, wenn es schwer ist, hast du einen Hit drin und deshalb das... Schlecht an der Sache. Oh, die Lieferdrohne von Zalando oder Lieferando oder wie auch immer. Ja, nee, nix. Auch nix. Nix. Okay, meins war jetzt... Ganz leicht. Ganz leicht. Am Verhungern. Danke, Bug. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ups, ich auch, ja. Das ist zu viel. Da ist ich auch gespannt. Recycle. Das war ein Fettfinger, ist es bei uns. Loco. Micro. Nix. Hibiskus und auch nix. Auch nix, aber dann... Aber ein Mimikma, ein sehr schönes. Das behalte ich. Kannst du gerne, aber... Eins mein absolut Lieblings-Pokémon. Aber tatsächlich war das jetzt komisch, weil du ganz leicht warst und vorhin haben wir ein schweres Pack gehabt. So, das dürfte jetzt auch nichts sein. Es war jetzt auch bestimmt jetzt noch kein Pack dabei, was irgendwie gleich war. Guck mal, das ist jetzt 9,94. Ja, könnte knapp an der Hitgrenze sein. Aber dann ist es zumindest mal nicht so Ich bin heftig, wie unterschiedlich ja die Packs sind. Also das finde ich jetzt auch nicht einfach. Ja. Zu biegen. Das finde ich gut. Ist gut, genau. Weil nur schwer hast du ja gesehen, war bei uns nicht direkt ein Hit. Ja. Nur leicht war ja auch nicht gleich nichts. Wobei haben wir jetzt leichte Packs gehabt, wo ein Hit drin war? Ich ja, nicht. Bei mir war doch das eine drin. Es kann sein, dann nehme ich alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Aber. Das war doch, das mit dem Sternfeuer, glaube ich, war. Stimmt, das war leicht. Bei 9,4 oder sowas. Oder bei 9,3 so in den Dreh. Ich finde, die Karten kleben mehr zusammen. Echt? Seit dem neuen Set, ja. Ja, ich habe immer so bei den Reverse so das Problem, dass ich den Fettfinger mache. Ja. Dann rutscht es halt ab, ne? Falk. Oh. Siehst du? Das war der Fettfinger. Mankey. Ja. Aber. Wir haben einen Meryl. Oh, die ist ja wunderschön. Schön. Into eine normale Holo. Aber die Meryl ist richtig schön. Aber was hattest du jetzt an Gewicht gehabt? Das war jetzt 5,5. Ne? Also knapp am Hit sozusagen. Ja. Knapp am Hit, ja. Also. Das ist eigentlich mal nicht schlecht, aber das müsste jetzt eigentlich auch ein Hit sein. Boah, das ist ja Asbach schwer. Da, also das jetzt wirklich, das ist ja übergewichtig. Und meins ist dafür ganz krass leicht. Ja. Also extrem, extrem leicht. Nee, extrem nett, weil du hattest ja vorhin 7,8. Das war noch ganz extrem. Du hast jetzt 8,5. Das ist aber safe eine Holo. Eine Holo einfach, ja, ne? Safe. Safe. Oh, guck mal, das ist wie so Bordeaux, gell? Weil ist ja wieder Weihnachten in einem halben Jahr.
Ey, jetzt geht schnell, Mann. Es ist jetzt schon Juni. Das stimmt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich Silvester gefeiert habe. Ich habe mitgekriegt, dass du Geburtstag hast am 3. Am 2. Am 2. Am 3. Am 3. feiere ich, genau. Da komme ich dann in den Laden. Oh, sehr nice. Auch wieder mit diesem Sternenfeuer. Ja, ja, ja. Und war halt schwer, ne? Ja. Ja, nee, am 2. Geburtstag und am 3. Wird gefeiert. Da nehme ich dann die Mitarbeiter hier, hole ich dann ab samstags und dann. Ja, dann bleibt man wach wird, einfach, ne? Genau. Am nächsten Tag. Da wird dann gepflegt, getrunken. Genau, gesittet halt, ne? Gesittet, ganz ja, brav. Ja, ja, wir machen ja, natürlich ja. nichts. Ja. Stimmt. Sinn, ja. Mopius. Moptiv. Into, ja, normale Holo. Befehl vom Boss. Die 8 Milliardenste. Ja. Der 8 Milliardenste Print. Da weiß man auch gar nicht mehr, wie viele Befehle man noch befolgen soll, ne? Warum machen die das eigentlich? 2291, das könnte eine Holo sein. Haben wir noch einen großen Hit? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Da hast du es auch wieder. 802, 799, 800. Das Ding ist aber, man muss immer aufpassen, weil. Ah, die ist halt echt fein, ne? Mhm. Und was kostet so eine Waage? Kannst du mir den Link noch reinposten, wie Leute die das. Nein. Genau, mit Affiliate-Link mach ich den rein. Wenn man wenigstens was dran verdient, ja. Das haben wir tatsächlich nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das wollen wir nicht so. Das muss nicht sein. Nee, aber es ist halt, also ich bin mir bewusst, dass das halt viele Leute machen. Halt einfach die Packs wiegen, das Gute rausziehen und dann halt einfach den Rest verkaufen, sei es in einem Laden oder sei es online, ist da oder auf ja hingestellt. Ja. Das egal, ist ja egal. Manche Leute schreiben es auch dazu. Also ich habe das bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel, dass es OTS-Packs gibt und die kann man auch anscheinend wiegen und da ist der Fettfinger komplett wieder. Der ist komplett am Start, der Fettfinger, aber es könnte... Nee, normale Entschuldigung. Ich sag nichts über die Karte. Die wiegen die ab, holen die Ultimate Rares raus, die guten Hits, und dann stellen sie die anderen Packs einfach online, aber schreiben halt dazu, Pack is scaled. Ist natürlich gut, wenn du zum Beispiel sagst, du willst nur das Set ein bisschen voll machen, ne? Wenn du das noch vervollständigen musst, zum Beispiel. 905, 907. Ja. Ich hatte jetzt also, 23 knapp. Das ist das Ding, wenn man es dazu schreibt, finde ich es gar nicht so schlimm, weil manche wollen einfach Super Rares aus dem Set haben und kaufen es halt deswegen, weil die Packs dann auch günstiger sind und so. Ja. Aber wenn man es halt nicht dazu schreibt und man genau weiß, die sind abgewogen, ist das halt schon einfach räudig. Ja, absolut. Und es gibt natürlich auch Leute, die gehen mit ihrer Feinwaage ins Kiosk ihres Vertrauens und den Kiosk-Händler interessiert es nicht und dann wiegen die Dinger durch. Das ist natürlich auch scheiße. Jawohl, Forstelka-Jex. Nice. Die sieht auch richtig nice aus. Die sieht cool aus, ja. Die sieht cool aus. Leider nichts Goldenes. Ich hätte gerne was Goldenes gezogen. Was Goldenes? Ich weiß nicht, die goldenen Karten finde ich immer sehr cool und ich mag die, ich weiß, die heißen nicht mehr so, aber die, ich sag mal Character Rares, also quasi wie das... Die Galarian-Galerie. Das Meryl. Genau. Ich verstehe halt auch nicht, warum sie alle zwei, drei Sets den Namen ändern müssen. So wie mit Secret Rare an sich gibt es jetzt auch nicht mehr, jetzt ist dann die Hyper Rare und die keine Ahnung Rare und das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ein Lavita. Guck mal, jetzt habe ich es... Dribbelt? Nee. Setup dribbelt, glaube ich. Oh, und ich dachte, das hat so geleuchtet. Das ist eine Sache, die mich ein bisschen stört an den neuen Holos, dieser silberne, goldene Leuchterand, weil ich denke jedes Mal, ich habe einen Hit. Du denkst jetzt mal so und dann... Und dann ist es doch, das ist das erste Mal, dass es auf 23 ist, glaube ich. Das erste Mal im Video, meinst du? Ja. Nein. In diesem Video? Nein. Hatten wir vorhin auch einen 23? Ja. Du bist einfach peiler als unseren Daniel. Wir hatten noch die ganze Zeit 82,8, 82,9 so um den. Nee, wir hatten schon 3, 4, 23er. Okay, dann muss das aber auch ein Hit sein. Und bei mir. Muss ein Hit sein, ja. Bei mir nix. Aber das ist ja das auch, was es ein bisschen unspannend macht, wenn du es wiegst. Du weißt ja schon vor, was drin ist oder nicht, ne? Ich fand das ganz schlimm, als sie das mit den Codekarten gemacht haben. Und du dich selbst gespoilert hast, was du gezogen hast. Das fand ich ganz schlimm. Da habe ich auch öfters so die Krise gekriegt, wenn ich dann gedacht habe, boah, jetzt weiß ich da ist nichts drin, dann brauchst du keinen Kartentrick mehr machen. Auch für die Leute zum Öffnen, ne? Das war dann ein bisschen schade. Ja. Jawohl, nochmal eine Full Art. Das sieht sau nice aus. Das ist wirklich nice. Aber, okay, ich Also 23 Gramm ist die magische Nummer. Die magische Grenze, ja. EF, EM. Alter, das ist also bei manchen bin ich einfach enttäuscht. Frankfurt am Main ist das FM. Achso. Direkt aus Frankfurt.
Seine Attacken sind dann aber auch nicht, nicht. Spritzen und. Ich wollte gerade sagen, die sind nicht FSK 18. Ja, genau. Und bei mir ist nix. Ja, schade. Schade. Aber trotzdem durchwachsen. Ich sag, also sehr, sehr schwer, ja. Ich sag, aber der hat auch leichte. Tatsächlich kannst du aber trotzdem das Fazit ziehen, dass schwere Packs potenziell Hits drin haben. Bei den leichten hast du noch ein bisschen Unterschied. Das kannst du nicht 100% sagen, was gut ist. Aber dennoch, ich glaube, da ist immer noch Nachbesserungsbedarf. Ich glaube auch, dass das zum Beispiel diese random Poster-Karte halt eigentlich geholfen hat. Deswegen verstehe ich nicht, warum die sie rausgenommen haben. Weil sie nicht mehr brauchst. Theoretisch. Ja, dann macht man halt. Einen EX-Marker. Einen EX-Marker, ja. Ein Token, irgendetwas. Aber tatsächlich hat es das auch. Also, es hat es nicht gerettet. Wir haben es ja in den anderen Videos gehabt. Und zum Beispiel bei strahlende Sterne hat es auch nichts gebracht. Echt? Schwierig. Oder bei verlorenem Ursprung war es dann so, dass die leichtesten Packs quasi die Hits drin hatten. Was auch total Banane ist. Hm. Ja, weil dann war wahrscheinlich die Faustdarkarte irgendwie so zu gering gedruckt. Keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen. Aber komisch. Nichtsdestotrotz. Wenn ihr jetzt unser Video noch sehen wollt bei Pokeminati, einfach rüber auf den Kanal. Ich hoffe, es wird verlinkt. Ansonsten trotzdem hier auch mal ein Abo dalassen, ein Like auf jeden Fall. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob man da auswerten kann. Schwer, leicht, wie auch immer. Weil wir haben jetzt in dem Moment vielleicht die Wahrnehmung, aber mit 2-3 Tage Abstand ist es vielleicht was anderes. Wenn man das in Ruhe angucken kann, das Video. Aber ich finde, wir haben gut jetzt rausgezogen. Gut ist auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Set. Gar keine Frage. Aber Pokémon... immer noch abwiegbar, aber das muss man dazu sagen, vielleicht auch, es ist eigentlich jedes Spiel abwiegbar. Also ich weiß, das jetzt geht es um Pokémon, aber zum Beispiel bei Yugi kannst du die Secret Rares halt leider auch abwiegen und es ist ein großes Problem, dass die Leute das halt einfach immer noch machen. Und ich finde auch, dass es einfach in der Gewalt des Spielebetreibers und Machers liegt, das eigentlich oder dem entgegenzuwirken. Mhm. Hatte die Verantwortung dafür, weil wenn da Mist getrieben wird, muss man da eigentlich dagegen wirken. Finde ich auch. Weiß nicht, ob es halt so eine einfache Lösung gäbe. Ich kann es dir nicht sagen. Alle Packs gleich schwer. Das wäre geil, aber wie machst du das? Wäre wahrscheinlich mit so einem hohen Kostenaufwand verbunden. Wahrscheinlich. Naja, gut. Also, denkt dran, wir werden auch die drei besten Karten aus beiden Hälften nach zur AOG schicken. Und dann gibt es auch ein Video dazu. Mal gucken, ob wir das vielleicht auch irgendwie mit euch verbinden können. Ja, dann... sage ich danke fürs Zugucken, danke für das, dass ich hier du sein durfte. Hier natürlich, im natürlich jederzeit. Video der Welt, muss man sagen. Bin ich immer wieder erstaunt, wie professionell hier alles ist. Nicht so billig wie bei uns mit Handy oben dran. Und die iPhones filmen auch mittlerweile gut. Samsung Galaxy S. Okay, wir prügeln uns jetzt off-cam. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Ciao, ciao.